Warum sind die Suchergebnisse bei einer PubMed-Suche eigentlich so gut, obwohl wir die boolschen Operatoren und andere Tools für die Syntax nicht optimal einsetzen? Das liegt an den MeshTerms, den sogenannten Medical Subject Headings. Die MeshTerms sind ein kontrolliertes Netzwerk von Begriffen aus der Medizin und den Biowissenschaften, ein Thesaurus. Für jeden Aufsatz in PubMed werden die MeshTerms teilweise automatisch und teilweise per Hand festgelegt. Es handelt sich damit um Schlagwörter, die den Text zusätzlich beschreiben und die bei der Recherche mit durchsucht werden. Die MeshTerms finden wir am Ende der jeweiligen Artikelübersicht und sie beschreiben den Inhalt des Aufsatzes. Die Bedeutung und das Netzwerk der Terms können wir uns anschauen, indem wir auf den Term klicken und dann Search in Mesh, also Suche in der Mesh-Datenbank, aussuchen. Jetzt sehen wir die Infos zum Term. Neben einer Erklärung des Begriffs und dem Jahr, ab dem der Term zur Beschreibung verwendet wird, sehen wir Synonyme. Diese Synonyme werden automatisch mitgesucht, sobald wir einen Begriff aus der Liste verwenden. Deshalb müssen in PubMed meist keine langen Listen mit durch OR verknüpfte Begriffe gesucht werden. Unten sehen wir außerdem, wo der Begriff im Thesaurus-Netzwerk angesiedelt ist. Hier finden wir ebenfalls Oberbegriffe und Unterbegriffe. Diese können auch gleich mitgesucht werden. Während das in PubMed in der Best-Match-Suche automatisch geschieht, können wir diese Begriffssammlung per Copy und Paste in andere Datenbanken übertragen.